Weiter geht's bei City Skylines Teil 2 und dieses Mal direkt aus dem Loading Screen heraus mit der Frage, was hat sich denn alles mit dem Update 15F1 verändert? Ja, bei mir tatsächlich eine ganze Menge. Und ihr seht das hier direkt schon. Wie gesagt, ich habe das Spiel lediglich geladen und dann kommen wir hier schon auf diesen Screen. Und ich bin direkt bei dem nächsten Meilenstein gewesen. Das ist das, was ich euch bei dem Video gezeigt habe. Ich habe euch das oben rechts nochmal verlinkt. Und die Berechnungen in dem Update der ganzen XP-Generationen haben sich massiv, massiv geändert. Das muss man ganz klar sagen. Da ist eine ganze Menge im Hintergrund passiert. Ihr seht, wir haben direkt die nächste Stadtstufe erhalten. Und wir lassen jetzt mal hier so aber mal ein paar Minuten laufen. Und wir könnten jetzt halt uns auch direkt weiter erweitern, das fände ich grundsätzlich nicht schlecht. Das machen wir dann in den nächsten Folgen. Ja, zum Beispiel hier dieses Gebiet. Das fände ich ja ganz interessant, dass wir einfach hier mit unserer Stadt ein bisschen weiterkommen. Vielleicht dann sogar hier in diese Ecke rein. Das wird dann aber schon zu viel. Ich würde nämlich gerne, auch dazu gerne eure Meinung in die Kommentare, mir im Prinzip dieses Gebiet holen, dass die Stadt nach unten erweitert werden kann. Und dieses Gebiet, und dann haben wir noch zwei übrig für sonstige Dinge, sodass wir hier oben an diesem Bereich anfangen können, oder auch hier unten, das müssen wir dann mal ausklamüsern, unsere Universität zu bauen. Und die bekommt dann auch einen separaten Anschluss für einen Zug. Darum geht es dann in der nächsten Folge. Wir wollen unsere Hauptstadt mit Bus und Bahn anschließen und das muss natürlich auch hier oben hin. Also da ist halt noch eine ganze Menge zu tun. Dann hat sich tatsächlich auch eine ganze Menge im Spiel verändert. Also nicht nur die XP-Berechnung hat sich geändert, sondern tatsächlich auch, wir können jetzt einfach mal normal und langsam weiterlaufen lassen. Dieses Thema keine Kunden ist mehr oder weniger behoben worden. Also es ist verschwunden. Wie haben sie das gemacht? Sie haben die Produktionszahlen der Wirtschaft massiv angepasst und dort auch ein bisschen was verändert. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, aber auch wieder schwierig. Bei dem Thema wissen wir leider noch nicht sehr viel mehr. Durch die Mod Extended Tooltip können wir aber zumindest sehen, was wir hier für eine Miete bezahlen. Das ist ja durchaus auch schon interessant hier vorne. Also da hat sich noch nicht sehr viel getan. Da gehen meine Recherchen noch weiter, wie wir das am besten beheben können. Wenn wir da was haben oder wenn ich da was weiß, dann, also wirklich belastbare Informationen, dann werde ich dazu natürlich auch ein kurzes Video machen. Und übrigens, es gibt auch definitiv, ich bin zeitlich noch nicht dazu gekommen, ein Video zu den 5 bis 6 Mods, die ich nutze. Da sind einige coole hinzugekommen. Zum Beispiel gibt es jetzt die Möglichkeit, eine erste einfache Traffic Manager Version. Ihr seht es hier, Traffic Light Enhancements heißt die Mod. Und wenn wir dann hier draufklicken, dann könnten wir hier entsprechend etwas einstellen mit den Phasen und wir könnten hier sogar die Spuren einstellen und sagen, hey, du fährst jetzt bitte nicht mehr dahin, sondern nur noch geradeaus. Warum auch immer wir das machen wollen. Das geht nicht in Kreisverkehren momentan, das geht nur hier bei den Kreuzungen. Das wollte ich nur mal kurz gezeigt haben. Traffic Light Enhancement, guckt euch mal in dem Mod-Tool an. Link zu der Mod, wie das installiert, in der Videobeschreibung. Okay. So, dann gucken wir uns mal die Produktionszahlen an, denn die haben sich, wie ich finde, doch ziemlich krass verändert. Also mal ganz davon abgesehen, dass wir unheimlich viel Geld machen, was mit Sicherheit daran liegt, dass wir eine relativ große Stadt haben, was meines Erachtens nach aber vorher nicht so war. Ja, das heißt, da haben sie ein bisschen rumgedreht und was sich wirklich krass verändert hat, sind diese Produktionszahlen hier. Wenn ich mir überlege, dass wir vorher einen leichten Holzüberschuss hatten und vorher einen leichten Weizenüberschuss hatten, ist das schon eine krasse Änderung. Jetzt haben wir zum Beispiel immer noch einen Ölüberschuss und einen massiven Kohleüberschuss, aber einen Roherzbedarf, also so Metallerzbedarf, der einfach exorbitant hoch ist. Und auch diese ganzen Gemüsesachen, die einfach zu groß sind. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich, ach ja, nicht vielleicht sogar eine Falschabstimmung war. Denn
Wenn ich mir überlege, wir haben ja nicht so viel Platz. Ja, wenn wir jetzt hier unten alles zupflastern, hier alles zupflastern, da alles zupflastern, hier alles zupflastern, okay. Ja, diesen Bereich hier vorne wollen wir ja gar nicht nutzen. Hier wollen wir ja eine Universität hinbauen. Das, ja, so ein bisschen Metallerz könnte man hier machen. Das, vielleicht bauen wir die Uni dann hier oben hin. Das ist dann, das ist dann auch kein Problem. Das gucken wir uns dann mal an. Ja, aber ich weiß nicht, ob die Abstimmung da so gut gelaufen ist, denn ja, früher hatte man Probleme mit dem Keine-Kunden-Bug und es sind halt auch massiv die Produktionszahlen angepasst worden. Hier unten bei den materiellen Waren. Das zeigt halt, oder das ist natürlich einer der Gründe, warum die dieses Schild verschwunden ist, weil die Waren jetzt vermehrt verfügbar sind und damit natürlich das Produkt günstiger wird. Und das müsste man theoretisch, ich weiß nicht, ob das funktioniert, das habe ich tatsächlich nicht getestet, das müsste man theoretisch hier im Handelswert sehen können, für zum Beispiel Getreide. Da gab es nur einen kurzen Drop nach unten. Juli, jetzt ist November, das kann es nicht sein. Wir gucken uns mal die Getränke an. Die hatten ja vorher ein großes Problem. Ja, hier sieht man so ein ganz bisschen was. Ja, da ist irgendwas nach unten gedroppt. Und mit dem Update ist dieser Drop wieder nach oben gezogen worden, sodass das jetzt quasi kein Problem mehr ist. Und dieser negative Handelswert ist halt der Grund gewesen, warum es da ein Problem gab. Klar, positiver Handelswert ist natürlich gut, aber negativer Handelswert ist in dem Fall halt schlecht. Ja, positiv bedeutet halt, du gibst etwas oder du handelst mit etwas und kriegst dafür Geld und du handelst mit etwas und musst Geld dafür abgeben, wäre der negative Handelswert. Und das ist natürlich für die Unternehmen schlecht, gerade wenn wir Getränke brauchen. Und das haben sie jetzt verändert. Was mir hier halt fehlt, das ist eine nackte Produktionszahl. Sowas haben wir leider nicht. Also Produktionszahl über Zeit. Nackte Produktionszahl haben wir natürlich. Aber eine Produktionszahl über Zeit gibt es nicht, sodass wir mal da gucken könnten, was sich da verändert hat. Was wir mal checken könnten, wäre zum Beispiel bei den Industriebetrieben die Getränkeindustrien. Und wir haben jetzt halt hier in der Zeit quasi nichts gemacht. Hier haben wir die Industrie aufgebaut. Und jetzt wäre es interessant, im nächsten Monat zu gucken, ob es hier einen Sprung nach oben gibt, denn wir haben keine Industrien aufgebaut. Da sollte sich nicht so viel verändert haben. So, dann hat sich bei den Industrien an sich auch noch was verändert. Das ist eine Sache, die wir ja auch öfters hier beobachtet haben, nämlich eine Industrie, wo hier so ein Bubble dran war und dann hieß es dort, boah, ich kann mir das ja alles nicht mehr leisten. Das ist ja alles zu teuer. Warum darf ich denn jetzt nicht einfach mal gehen? Ja, und genau das ist jetzt passiert. Da haben sie ein paar Abstimmungen verbessert, dass eben diese Industriebetriebe jetzt einfach gehen dürfen. Ja, das ist im Prinzip eine ganz normale marktwirtschaftliche Sache. Wenn es irgendwann zu teuer wird, dann macht das Unternehmen zu und dann kommt dann Neues hin. Und diese Mechanik war mehr oder weniger defekt. Dann hat man bei den Exporten und Importen ein bisschen was verbessert. Muss mich da entschuldigen, ich habe noch nicht alle Kommentare von euch gelesen. Das werde ich aber auf jeden Fall noch nachholen. Da hat sich auch ein bisschen was verändert. Das habe ich jetzt persönlich noch nicht gesehen, ob sich das bei mir niederschlägt. Also meine Wirtschaft mit den letzten Updates, die das Spiel gemacht hat, läuft besser als zuvor. Von daher weiß ich nicht, wüsste ich jetzt nicht, was. Also es läuft. Ja, ich sehe da erstmal kein Problem. So, was ist hier los? Ein Fußgängerzugang? Du bist doch hier direkt an der Straße. Das haben sie auch verbessert. Ja, falsch verbessert. Das haben sie tatsächlich auch verbessert. Es gab mehrere Gebäude. Das hatten wir, glaube ich, einmal, wenn ihr euch erinnert, mit diesen Straßen hier gesehen, mit diesen Gebäuden, die wir hier hingesetzt haben, dass es hier wirklich zu Problemen kam, dass hier so eine Straße nicht angeschlossen war und dann da die ganze Zeit so ein Bubble war. Und das haben sie verbessert, aber in dem Fall dort dann schlimm bessert. Dann gibt es einen weiteren Fix. Auch den haben wir schon öfters in unserer Stadt gesehen. Ich weiß nicht, ob wir den immer noch haben. Das kann sein, da habe ich des Öfteren schon mal ein bisschen abgerissen und ein bisschen rumgebastelt. Es sind insbesondere hier so eine Ecken, ja, wo die Straßen dann an... Na, wo ist meine Maus? Weiße Maus auf weißem Grund, wie die Schweizer Kriegsflagge. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber auf jeden Fall
Diese Ecken hier, hier hat man das, glaube ich, vorher konnte man das auch so ein bisschen sehen. Die haben sie verbessert, dass das nicht mehr diese Sprungschanzen sind, wie das in früheren Versionen der Fall war. Alles in allem bin ich ganz zufrieden. Unsere wirtschaftlichen Probleme sind erstmal behoben worden mit dem Update. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht. Und ich würde gerne in dieser Folge ein bisschen weitermachen mit dem Traffic, ja, und natürlich hier weiter ausbauen, diese Sachen, und dann weitermachen mit dem Traffic. In den nächsten Folgen kümmern wir uns dann um den öffentlichen Personen, also um Bus- und Bahnverbindung, und werden dann auch anfangen hier mit der Hauptuniversität, und da kriegt ihr dann auch den notwendigen Platz natürlich, dass wir das machen können. Wo ich nach wie vor nicht glücklich bin, das ist diese Ecke hier oben. Ich finde es gut, dass die hier lang fahren, aber ich finde es nicht gut, dass wir hier jetzt eine Kreuzung reingebaut haben, weil ich gesagt habe, sowas will ich nicht mehr haben. Und ich werde die Straße tatsächlich auch abreißen, denn ich will es definitiv nicht haben. Die müssen einfach hier oben rum und hier reinfahren. Und wenn das nicht funktioniert, dann werden wir gucken, dass wir hier eine Straße ransetzen, an diesem Punkt. Das wäre eine Möglichkeit. Ich möchte einfach die Straßenecken, die zwischen Kreuzungen sind, möglichst lang machen, dass wir, da sind wir genau beim Thema Traffic, keine Traffic-Probleme haben. So, wie sieht es überhaupt aus mit unseren Straßen? Wir fangen erstmal mit der Straßenmeisterei an sich an. Wir machen, wie bitte, 55.000 mittlerweile mit den Parkplätzen. Ja, wir haben die letzten jetzt nicht mehr kostenlos geschaltet, aus bestimmten Gründen. Und da müssen wir mal schauen. Hier oben ist, der Straßenzustand ist ja miserabel. Warum? Ah, guck mal, da vorne ist gerade eine Straßenmeisterei. Seht ihr das? Ah, das ist ja schön zu sehen. Ei, das ist schön zu sehen. Wie die hier jetzt lang fährt und Stückchen... Oh, seht ihr? Ist das cool? Und jetzt stückchenweise hier dieser Straßenbelag verbessert wird. Jetzt können wir hier mal gucken. Ich hoffe, ihr seht das. Das ist wirklich... Ja, hier vorne seht ihr diese Risse in der Straße. Und jetzt sind sie weg. Habt ihr das gesehen? Das finde ich wirklich... Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Funktion. Und durch diese Risse entstehen übrigens auch vermehrt Unfälle. Und können auch Risikounfälle entstehen. Das ist auch noch ein Problem. Okay, gut. Dann haben wir das, denke ich mal, ganz gut durch. Und dann werden wir uns jetzt mit den Straßen, den restlichen Teilen beschäftigen. Ah, das sieht alles im allem doch relativ gut aus. Hier vorne ist ein bisschen was. Dort. Aber die Qualität der Straßen sieht erstmal gut aus. Ja, das muss ich ja mal sagen. Das ist ja erstmal okay. So, dann die Frage... Ich stehe jetzt mit dem Verkehr. Ja, und da müssen wir vor allen Dingen gucken, wie sich das hier in dieser Konstruktion, in diesem Megakreisel, wie das hier aussieht. Ich habe tatsächlich doch relativ lange im Kopf allerdings an der Idee dieses Kreisels getüftelt. Und ich bin gespannt, wie vor allen Dingen das Konzept der keine Kreuzungen hier funktioniert. Das ist für mich auch eine direkte... Jetzt habe ich vergessen, für die Aufnahme schon wieder diesen Sammelfilip hier auszumachen. Entschuldigt bitte. Das ist für mich auch eine direkte Folge von meiner Analyse, dass Kreisverkehre am besten laufen. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert es, wenn wir nur Kreisverkehre haben? Läuft es dann auch noch gut? Ich bin wirklich sehr gespannt. Wir sehen hier unten allerdings Traffic. Ja, gut, das ist normal, ne? Das ist diese Kreuzung hier. Da könnte man... Haben wir den Innenkreisel da hinten dreispurig gemacht? Ich glaube ja, ne? Ja. Das würde die Situation ein bisschen entspannen, glaube ich. Das können wir mal versuchen, weil wir dann mehr dedizierte Spuren haben. Das testen wir mal, ob das hier möglich ist. Es gibt übrigens noch eine andere Mod, die ich installiert habe. Die zeige ich euch jetzt allerdings nicht, um dort keine zu starke Verwirrung zu verursachen. So. Da bitte. Jetzt müssen wir mal gucken. Mal an der Ecke. So. Okay. Das sieht besser aus. Dann haben wir hier nämlich eine Abbiegespur und eine Spur,
Beziehungsweise eine Spur, die hier rauf geht. Ja, das finde ich ein bisschen besser. Genau. Gucken wir mal, ob das besser funktioniert. So, dann bleiben wir gleich mal beim Traffic. Immer wieder diese weiße Maus auf weißem Grund, ey. So, ansonsten, diese Ecken hier sind natürlich ein kleines Problem, wo die Fußgängerwege rangehen. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Hier hinten natürlich auch. Das müssen wir auch grundsätzlich weiter ausbauen. Hier ist das Gleiche. Ah, da staute sie auch schon ein bisschen. Das ändern wir gleich. Da vorne ist die Spur hier ein Problem. Da können wir auch gleich mal gucken. Ich denke, wir werden hier den gleichen Ausbau machen. Natürlich doof, dass das jetzt nicht alles in die gleiche Richtung läuft. So. So. Okay. Ja, passt. So, das gefällt mir. Was haben wir hier? Oh, da ist ein Auto abgestürzt. Ah, das ignorieren wir mal kurz. So, da gibt es... Jetzt müssen wir mal gucken, was der hier macht. Die wollen... Hierauf und hierauf. Okay, das sollte sich hier nicht großartig stauen. Die wollen alle hier runter. Die wollen hier hin und hier staut es sich jetzt. Jetzt ist die Frage, warum staut sich das gerade hier? Oh Gott, was ist denn hier los? Okay. Wo wir gerade beim Thema Verkehr sind. Was hier jetzt los? Wollen die jetzt alle hier links rüber oder was? Ja klar, um da abzubiegen, ne? So, dann müssen wir die Straße tatsächlich auch ein bisschen größer machen. Unerwarteterweise. Einmal dort und dort. Dann haben wir hier eine dedizierte Abbiegespur. Das gleiche könnten wir theoretisch hier machen. So finde ich das besser, genau. Einmal dahin, sodass die Leute hier durchfahren. Die Frage ist, ob wir hier vorne nicht sogar... Na, Schaltschutzmauern gehen hier nicht. Nee. Und ich glaube, wir hier vorne ihnen sogar verbieten können, hier die Spur zu wechseln, aber das geht leider nicht. Wir könnten hier an der Ecke eventuell überlegen, dreispurig auszubauen, sodass wir hier ein bisschen schneller die Spur wechseln. Ich weiß nicht, ob das eventuell funktioniert. Weil wir hier ja auch nur zwei Spuren haben. Wenn wir von hier drei Spuren ausbauen. So. Und dann hier zwei Spuren mitnehmen. Blapp. Können Sie zumindest zweispurig darauf. So. So. Dann kommen wir hier oben in drei Spuren. Und da hinten werden wir auch zwei Spuren ausbauen, bitte. Und hier nochmal ein kurzes Stückchen drei Spuren. Genau. Dann hoffen wir mal, dass von der Seite nicht zu viel Verkehr kommt. Das ist ja nur der Eingangsverkehr. Ja, da siehst du, jetzt klappt es doch schon ein bisschen besser. Okay, wunderbar. Hier ist immer noch die Kreuzung, aber das sollte jetzt ein bisschen besser laufen. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Das ist genau dieses neue Prinzip, dass die Autos alle über die Autobahn fahren und dann hier im Prinzip drauf fahren und dann hier in diese Richtung fahren. Wir müssten zusätzlich noch irgendwann, und das ist ja auch ein Ziel, von hier aus eine große Brücke rüberbringen und im Prinzip hier noch an den Autobahnzubringer irgendwo hier unten rankommen. Denn im Moment ist der gesamte Verkehr der Hauptstadt eben hier rüber gesteuert. Und wenn wir uns das mal angucken, dann sind das mit Sicherheit auch eine ganze Menge Autos, die
mit ja, klar, Passagiere 0, das macht richtig Sinn, die hier irgendwie zur Arbeit fahren oder so und das staut, ja, hier vorne ist diese Ecke immer noch, ne? Ich habe da eine Idee, das werde ich mal offline testen, dass wir diese ganze Ecke umbauen und diese Spur hier an diese Seite bringen, sodass die Fahrzeuge hier weiterlaufen können und die Fahrzeuge von hier dann dort runterkommen. Denn hier ist das, wo es stockt und das macht in meinen Augen keinen Sinn, denn die ganze Spur ist hier frei und du kannst weiterfahren, aber es fährt keiner. Die machen so ganz strange, ganz komische Bewegung, weil also alleine die Spur könnte hier einfach weiterfahren. Das finde ich sehr komisch. Da würde ich mir ein bisschen besseres Spurmanagement wünschen. Aber okay, gut. Hier vorne hat es geholfen an der Ecke. Hier noch nicht. Da werde ich meine Idee dann für die Zukunft nochmal umsetzen. Dann gucken wir nochmal weiter. Wir sind noch nicht ganz fertig in unserer Stadt. Also wir sehen, hier in der Ecke haben wir noch ein Problem. Da haben wir ein bisschen was umgebaut. Hier ist es auch nicht schön, aber es funktioniert. Hier unten geht es eigentlich auch. Und dann geht es hier hinten hin. Da haben wir ein ähnliches Problem. Na, es geht eigentlich. Okay, dann gucken wir mal hier in die Richtung weiter. Die Straße ist noch sehr voll. Hier vorne hat es sich jetzt ein bisschen entspannt, finde ich. Also es ist natürlich immer noch viel Verkehr, aber die haben Alternativen. Hier ist es noch sehr voll, hier auch. Aber summa summarum würde ich sagen, passt es hier in der Ecke. Wie sieht es hier hinten aus? Ja, es ist alles orange, aber... Ja, hier vorne ist noch ein bisschen Stau. Warum? Na, das gleiche Thema. Denn die haben hier, ja, die haben hier einen Vorfahrt-Achten-Schild. Also diese komischen Spurwechsel. Ich meine, das ist ja... Also, das Problem ist... Man sollte sich halt nicht zu viel beschweren, denn ich wohne in einer Ecke, ich habe das ja schon mal gesagt, wo ein solches Kreuz Standard ist, eine solche Konstruktion. Das ist exakt so gebaut und exakt diese Situation sehe ich jeden Tag. Ja, deswegen ist das leider nicht unrealistisch. Hier vorne hin ist alles frei, da funktioniert das alles super und hier kannst du so viele Spuren bauen, wie du willst, denn der Verkehr will dahin und der Verkehr will dahin. Das ist ein X und das funktioniert auf einer Straße einfach nicht. Deswegen müssen wir das entzwirren und im Prinzip diese Spur hier lang legen, hier unten drunter legen und hier an diese Seite ranführen. Und die Spur hier vorne ranführen, dass der Verkehr sauber hier lang fließen kann. Und zumindest die linke Spur keine Probleme hat und fließen kann. Und nur die rechte ein Problem macht. Das ist eine Sache, das werden wir nochmal umbauen. Das machen wir nicht jetzt, das machen wir dann in den nächsten Folgen. Zusammen mit dem öffentlichen Nahverkehr, den wir hier in unsere Stadt reinbringen wollen. Aber wo wir gerade bei Stadt sind, können wir jetzt durchaus hier den Ausbau noch ein bisschen forcieren. Können zum Beispiel weitere, ich würde hier schon Hohe nehmen. Hier ausbauen. Genau, dann können wir hier vorne ja, doch, das machen wir schon so. Die nächsten Gebäude machen hier, kommen wieder kleine hin und dann sind wir hier langsam am Ende von dieser Straße angelangt. Und auch am Ende von dieser Folge. Ich hoffe, das hat euch einen guten Einblick gegeben, was das neue Update in der Stadt verbessert hat. Und vor allen Dingen, geändert. Es hat sich ja hier einiges geändert. Und auch das mit dem Verkehr gehörte tatsächlich dazu. Denn auch dort hat sich einiges... hat sich einiges geändert. Es gibt ja Werte, ab denen der Verkehr quasi dann die Spur wechselt oder ab dem eine Person die Straße überschreitet, ja. Und da können sie einfach ein bisschen rumbasteln. Okay, ihr Lieben, ich danke euch, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Strategienerd. Ciao, ciao.